stelle immer wieder fest, Menschen, die miteinander schaffen, machen sich immer gegenseitig zu schaffen. Und spannend wird es immer dann, wenn ich dann feststelle, dass weder der eine noch der andere mal darüber nachgedacht hat, wer bin ich eigentlich, wie wurde ich der, der ich bin, wie könnte ich mir das Leben leichter machen. Und deswegen ist das Thema Persönlichkeit, Persönlichkeitsentfalten, Persönlichkeit entwickeln, eines meiner Lieblingsthemen in allen meinen Seminaren und Workshop und Einzelcoaching, die es gibt. Natürlich muss der Mensch offen dafür sein und da ist es immer interessant, auch mal die Regeln für ein geglücktes Leben auch mal zu hinterfragen und für sich auch seine Person mal runterzuziehen. Klarheit, das Wort Klarheit ist ein ganz wichtiges Wort. Klarheit der Ziele, wo will ich eigentlich hin? Wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie möchte ich leben, arbeiten, wirken, lieben? Sich dafür mal Zeit zu nehmen, darum geht es. Klarheit der Ziele. Wie möchte ich, dass man mich sieht? Wie möchte ich, dass man mit mir umgeht? Das sind alles Zielsetzungen. Dafür gilt es, sich mal Zeit zu nehmen. Und in meinen Seminaren haben die Menschen immer Zeit, so nebenbei auch daran zu denken. Das nächste ist natürlich Klarheit der Ausgangsbasis. Von wo starte ich? Wie ist es denn momentan? Wie zufrieden bin ich? Wie unzufrieden bin ich? Was fehlt mir in meinem Leben, um zufrieden und glücklich zu sein? Und dann ist natürlich das nächste wichtig, Klarheit der Konsequenz. Welche Fähigkeiten möchte ich aufbauen? Was fehlt mir noch? Was brauche ich noch an Kompetenzen? Und dazu muss ich bereit sein. Und dann, last but not least, und daran scheitert das meiste, nämlich an der Klarheit der Konsequenz. Bin ich bereit, die Konsequenzen zu tragen und mich wirklich zu verändern, zu entfalten und damit auch manchmal unbequem zu werden für andere? Ich greife bei dem Modell, auf was ich Ihnen jetzt gleich auch zeige und wie es möglich ist, sich zu entfalten, an welchen Bereichen man arbeiten kann, auf ein Modell von Gerhard Roth zurück. Gerhard Roth ist Verhaltenspsychologe, Professor für Verhaltenspsychologie und Neurobiologie, Entwicklungsneurobiologie an der Universität in Bremen. Von ihm stammt das Modell, mit dem ich arbeite und auf dem ich auch aufbaue. Vieles läuft ja unbewusst ab und es ist wichtig, sich seiner selbst bewusst zu werden. Und insofern ist es interessant, mal um den Eisberg mal nach unten zu gehen und nicht nur die Spitze sich gleich anzuschauen, denn das tue ich auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Da haben wir zunächst dieses vegetativ-affektives Verhalten, das ist Urmuster, das ist der Jagdtrieb, der Sammlertrieb, das ist Angst-Fluchttrieb. Wie reagiere ich da? Diese Urmuster sind fest verankert, hat natürlich viel mit der frühgeburtlichen und vorgeburtlichen Erfahrungen zu tun, was wie weit da ausgeprägt ist. Was spannend und interessant ist, auch immer wieder mal zu schauen, wie ist denn die emotionale Konditionierung passiert? Belohnung und Motivation, worauf fahre ich ab? Worauf springe ich an? Was brauche ich, dass ich motiviert bin? Sie kennen den Satz, alle Menschen sind motiviert, wir können Menschen nicht von außen motivieren. Deswegen ist es interessant zu schauen, was brauchst du, dass du dich wohl fühlst und gut arbeiten kannst oder auch gut leben kannst. Und viele Menschen kennen sich selber gar nicht, sie wissen nicht, was in sich drin ist. Mich hat mal ein Zitat von Goethe fasziniert an der Stelle, denn er sprach, wir spüren in Tiefen eine Sehnsucht nach dem, was wir schon längst besitzen. Unsere Wünsche sind die Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns sind. Vorboten dessen, wessen wir zu leisten imstande sein werden. Darüber mal nachzudenken, was wünsche ich mir? Unsere Wünsche zeigen unseren Weg. Unsere Wünsche zeigen, was da ist. Nur manchmal werden die abgetaucht und werden unterdrückt und somit sind die eingefaltet. Jetzt gilt es in meinen Seminaren darüber nachzuschauen, was ist dann denn da drin, wie sehe ich mich? Die drei Fragen, wer bin ich, was bin ich heute und was will ich? Das ist natürlich der Motor. Und deswegen ist dieses Unbewusst, sich seiner selbst bewusst zu werden, was ganz wichtig ist. Was wir immer wieder erleben bei Menschen, das ist so die Spitze des Eisbergs, ist das individuelle soziale Ich, nämlich wie ist die soziales Verhalten im Miteinander mit anderen, wie bin ich da konditioniert, was ist für mich wichtig und das kognitiv-kommunikative Ich, wie rede ich mit anderen. Und an diesen beiden kann ich am effektivsten auch arbeiten und auch Persönlichkeit verändern und entfalten. Und daran setze ich auch an. Natürlich ist ein Stück sich zu begreifen und zu schauen, immer ein Thema in den Seminaren, um zu schauen, wie wurde ich eigentlich der ich bin und was brauche ich, um dahin zu kommen. Und wenn ich dann sage, woran sollen die Menschen denken, wenn dein Name fällt und wie möchtest du behandelt werden, dann brauche ich, welche Fähigkeiten muss ich nach außen zeigen. Und das sind so die sichtbaren Verhaltensweisen.
Welches Verhalten? Einmal ist dieses Emotionale ein Thema und einmal das Kommunikative ist ein Thema. Und wenn man das Emotionale mal so anschaut, so gibt es zwei Themen, zwei Qualitäten, Ehrlichkeit und Takt, mit anderen Menschen umzugehen. Das eine und das andere funktioniert nicht, wenn wir wirklich fair miteinander umgehen wollen. Daran kann ich arbeiten. Und aber es ist ein Überzeugungsprozess. Deswegen, ist meine innere Haltung ist eine wichtige. Was möchte ich verändern? Möchte ich mit dir in Zukunft auch noch kommunizieren oder möchte ich dich verlieren? Das ist eine Zinssetzung. Aber jeder hat die Chance drin, so aufbauend mit anderen umzugehen, dass es einen morgen möglich macht. Das andere ist die Art und Weise, wie kommuniziere ich? Und da zeigen wir nach außen auch unser Auftritt. Das ist unsere Körpersprache. Unser Körper ist unsere Leinwand. Das ist das, was ich nach außen zeige. Und wir sprechen, das kodierte ich, was verschlüssel ich mit dem, was ich zeige. Manchmal gebe ich nach außen ein anderes Bild, als ich innerlich bin. Und wundere mich, dass man mit mir anders umgeht, als ich es will. Und bin enttäuscht von den Leuten, die es mit mir umgehen. Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ist was wichtig ist. Ich erlebe oft in meinen Seminaren, dann sage ich, wie möchten Sie eigentlich gesehen werden? Und warum machen Sie das und das und das und das und das? Das ist eine Zielsetzung. Auftritt, Blickkontakt ist das Nächste. Menschen ansehen. In welchem Kulturkreis bin ich? Natürlich hängt das davon ab, wo bin ich jetzt? In unserem Kulturkreis ist Ansehen, kommt von Ansehen. Ich blicke Menschen an und habe einen offenen Blick und gehe damit auch auf die Menschen zu. Das Nächste ist die Stimme. Und wir merken, Stimme kommt von Stimmung. Je aggressiver ein Mensch, je aggressiver ist auch seine Stimmung. Je mehr wir dann nicht sagen, beruhigen Sie sich bitte, es geht schon weiter. Und dann kommt der Inhalt. Welche Worte? Worte sind wie Pfeile. Einmal abgeschossen, kommen sie nicht mehr zurück. Und man kann an der Persönlichkeit, an all diesen Temperamenten, an all diesen sichtbaren Verhaltensweisen arbeiten. Und das geht. Und das hat Erfolg. Jedoch nur, wenn ein Mensch es wirklich verändern will.